Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal dem Thema Vergiftung und Entgiftung. Und gerade bei dem Thema Amalgam haben wir natürlich auch eine hohe Belastung in unserer Gesellschaft. Wie die Zähne vernünftig saniert werden können und wie überhaupt diese Giftstoffe aus dem Gewebe, aus dem Körper rauskommen können, das erfahren wir heute von unserem Arzt Ulrich Selz. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Dr. Ulrich Selz, jetzt habe ich noch einen Doktortitel auch noch gerade verschluckt hier. Mensch, aber super spannendes Thema. Ja. Diese Amalgam-Geschichte, da wurde ja wirklich über Generationen die Menschen vergiftet. Ja, kann man so sagen. Und jetzt kommen die natürlich alle zu dir. Zum Glück nicht alle, aber ein Großteil ist eines meiner Hauptthemen, ja. Ja. Und man ist schon immer wieder baff, wie krass die Belastungen sein können. Wie findest du die denn raus? Ich mache einen Schelar-Provokationstest. Mhm. Ganz einfach mit, es gibt geeignete Substanz. Also erstmal grundsätzlich für jemand, der sich noch nie beschäftigt hat. Unsere eigenen körpereigenen Entgiftungssysteme sind nicht in der Lage, Quecksilber oder andere Schwermetalle im großen Stil zu entgiften. Mhm. Da geht vielleicht ein bisschen was über den Darm, aber wir sprechen da von kleinsten Mengen. Warum? Weil sich die Schwermetalle, das sind einfach chemische Eigenschaften dieser Moleküle, die binden sich an körpereigene Eiweißmoleküle ran. Und wir kriegen sie davon nicht weg. Wir brauchen Substanzen, die in der Lage sind, diese Verbindung attraktiv sozusagen zu spalten, die sozusagen die Schwermetalle an sich zu binden. Eine Molekülverbindung, die attraktiver ist als die Molekülverbindung vom Schwermetall zum Eiweiß, zum körpereigenen, muss attraktiver sein, die Verbindung zu diesem Stoff. Das sind einfach schwefelhaltige Stoffe, also gar kein großes Geheimnis oder so, wo die Schwefelatome in einer bestimmten Verbindung sind und dann müssen die noch in einem bestimmten Winkel zueinander stehen, sodass eine Sogwirkung entsteht. Und diese molekulare Sogwirkung, die sorgt dann dafür, dass sich dieses Schwermetall, was auch immer, an diese Ausleitungs- oder Entgiftungssubstanz hinbindet. Und diese Substanzen nennt man Chelate. Mhm. Die gibt's in stark, die gibt's in ganz, ganz sanft und schwach. Und häufig wird der Chelattherapie der Vorwurf gemacht, dass sie dann also auch gute Substanzen wie Zink, wie Selen und so weiter abbinden oder ausscheiden können. Mittlerweile haben wir das aber deutlich im Griff, weil wir einfach die Stoffe wieder zuführen können und die Stoffe ganz genau in Labordiagnostik einfach bestimmen können und dann sehen, wo steht mein Patient denn. Das ist so das Wichtigste oder ja das große Anti-Argument den Chelaten gegenüber. Und mittlerweile haben wir auch Chelate, die Mineralstoffe weitestgehend in Ruhe lassen. Wir haben leider auch sogenannte Schwermetall-Cowboys, so nenne ich es immer wieder, Kollegen von mir, die massiv damit Infusionen reingehen in ganz, ganz kurzen Abständen und so weiter. Und das halten die Patienten da nicht aus. Ich bin da ein super, super konservativer Chelartherapeut. Ich will, dass es meinem Patienten gut geht, dass alles super, super safe ist. Und ja, so mache ich das einfach. Mhm. Ja, ich denke, das ist auch für viele Kollegen wichtig, weil man hört ja immer wieder von Patienten, die sagen, ja, mein Hausarzt hat da Schwermetalle überprüft. Da ist nichts. Genau, da hat der Hausarzt dann einen Bluttest gemacht. Der Bluttest auf Schwermetalle, der hat auch seine Berechtigung in der Akutmedizin beispielsweise. Ja, also angenommen, ein Unfall passiert, Notarzt kommt, irgendjemand hat was eingeatmet, ja, in einem Industriebetrieb oder so. Dann geht er in die Klinik, man schaut dann die Schwermetalle im Blut an. Der Vorteil, jedes Labor kann das machen. Das ist kein komplizierter Test. Also jedes medizinische Labor bietet das an. Aber du musst halt wissen, dass diese Schwermetalle dann nur eine Zeit lang im Blut zirkulieren und dann binden sie sich halt nach und nach hin. Also für die akute Schwermetallbelastung super geeignet, aber für die chronische Schwermetallbelastung meistens ungeeignet. Mhm. Bei solchen Leuten, die so massiv vergiftet sind, dass du auch nach Jahren noch die Schwermetalle im Blut findest, da natürlich auch geeignet. Wie würdest du jetzt den Patienten überhaupt auf die Idee bringen, dass er eine Schwermetallvergiftung hat? Also was sind so die Parameter, woran man das überhaupt erkennt? Also es gibt super viele Erkrankungen, die letzten Endes auf einer Schwermetallvergiftung fußen können.
Da kann man jetzt wahrscheinlich fast jede Erkrankung aus dem Hut zaubern, aber erstmal neurodegenerative Erkrankungen beispielsweise. Es gibt keinen Patienten mit Multipler Sklerose bei mir, der nicht einen Schwermetalltest bekommt. Ja. Mhm. Und fast zu 100% sehe ich Schwermetalle. Oder so Dinge wie Demenz, Parkinson, solche Sachen, solche neurodegenerativen Erkrankungen, schaue ich immer mir die Schwermetalle an. Auch periphere Polyneuropathien oder sowas schaue ich mir immer die Schwermetalle an. Patienten, wo der Darmaufbau nicht klappt, anderes Thema. Also wenn du wirklich Mühe hast, den Darm aufzubauen, wenn die Bakterien sich nicht ansiedeln, schaue ich immer nach Schwermetallen. Eigentlich bei jedem Migränepatienten geht auch so Richtung Neurologie. Ansonsten Schilddrüsenpatienten, Autoimmunerkrankungen, Hashimoto beispielsweise. Wir sehen in Amerika sehr, sehr viele Patienten, die Hashimoto-Erkrankungen haben und dann Quecksilberbelastungen haben beispielsweise. Und ansonsten alles, was irgendwie suspekt ist, was nicht so richtig weitergeht, ja. Hormonprobleme beispielsweise, wenn Frauen bioidentische Hormonsalben verschrieben bekommen, aber die nicht funktionieren, wenn du eigentlich einen Progesteronmangel beseitigen willst mit einer Progesteronsalbe, aber dann kriegt die Frau unter Progesteron schlimmere Mangelsymptome, dann ist es zu wirklich 100%, also sagen wir 99,9, ich lasse mal ein kleines Hintertürchen, eine Schwermetallbelastung steckt da dahinter. Haben wir das nicht alle? Klar. Also ich habe ja auch mal so einen Provokationstest gemacht und ich habe selber gar kein Amalgam gehabt. Ja. Und das war unfassbar, was da alles drin war. Ja. Aluminium, Blei, Aluminium war das Schlimmste, glaube ich, bei mir jetzt. Klar, wir haben damals aluminiumhaltige Deos haben wir benutzt und Aluminiumhydroxid in Impfungen beispielsweise und solche Dinge. Alufolie, also jeder wird sein kleines Päcklein zu tragen haben mit Aluminium, mit Blei, vielleicht mit Cadmium, die die rauchende Eltern hatten. Quecksilber, wenn die Mutter viel Amalgamfüllungen hatte. Meine eigene Mutter hatte 9 Amalgamfüllungen, glaube ich. Und ich selber hatte eine Belastung, wenn ich 40 Jahre ungefähr 8 Amalgamfüllungen in mir gehabt hätte. Das brutale Belastung. Ist ja auch das, was jetzt viele Kinder betrifft, von Müttern, die eben Amalgam. Richtig. Wäre vielleicht auch nochmal ein wichtiger Faktor, was mache ich, bevor ich schwanger werde? Ja, ich empfehle meinen Damen, die ich behandle in der Praxis oder die ich betreue, einen Schwermetalltest zu machen. Bei meiner Frau haben wir es auch gemacht. Die hatte auch 6 Amalgamfüllungen, haben wir dann nach und nach rausgebohrt und so weiter. 2 super gesunde Töchter. Hätten wir das nicht gemacht, bin ich mir zu 100% sicher, hätte ich 2 Allergikerkinder. Ja, oder Hashimoto oder Rheuma. Irgendwie sowas, ja. Also wir haben das auch sehr, sehr detailliert bei meiner Frau gemacht, gerade weil wir das Fachwissen einfach hatten. Und witzigerweise bin ich durch meine Frau auf die Schwermetallausleitung überhaupt gekommen. Ich bin ja auch ausgebildet worden da von naturerkundlichen Ärzten und da war das immer so, ja, und da gibt man Mercurius solubilis in der D12, dann geht das weg oder Algen oder Bärlauch und das alles, was da empfohlen wird, Zeolit und so weiter. Und dann habe ich das mal hinterfragt, ja, dann habe ich meinen Ausbilder gefragt, wie funktioniert denn das? Ja, weil ich hatte einen Chemieleistungskurs und hatte die beste Arbeit in Chemie im Medizinstudium von 300 Leuten und das bin ja auch Fachberater für die bayerischen Feuerwehren für atomare, biologische und chemische Katastrophen. Ich bin einer von 50 ungefähr, die diese hohe Sonderausbildung haben, die Einsatzleitung da beraten dürfen und ich habe da einfach Fragen gestellt, wie geht denn das? Und dann hat er mir den Schwachsinn erzählt, ja, das bleibt dann schon drin, aber das wirkt dann nicht mehr so, das Amalgam und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der erzählt mir hier und der hat da gar keine Ahnung, obwohl es ein großartiger Arzt war. Hab dann einen Zahnarzt kennengelernt aus Hamburg, der mich beiseite genommen hat, gesagt, du pass mal auf, da gibt's die Gelate und ich spritze das schon und du wirst sehen, da funktioniert das alles. Bin heim an diesem Wochenende, wo die Fortbildung überhaupt zu meiner Frau, ich weiß es jetzt, wie es geht. Und habe dann meine Frau zum Versuchskaninchen verpflichtet, habe dann meine allererste Ausleitung bei meiner Frau gemacht. Und es war das allererste Mal, wo sie dann gesagt hat, Mensch, jetzt merke ich was von den anderen Sachen, die pflanzlichen Sachen, die du mir gibst. Mir geht's jetzt deutlich besser mit meinem Heuschnupfen. Und ab da ging meine Schwermetallreise los. Und jetzt habe ich ja knapp 40.000 Einzelanwendungen schon in der Schwermetallausleitung. Also einen relativ hohen Erfahrungsschatz. Kriegen wir bei den Patienten das wirklich auf Null oder wie machst du das von den... Ja, du kriegst es schon fast auf Null oder du musst ja wirklich einfach nur mal die Hauptbelastung wegnehmen. Es wird immer wieder Umverteilungsvorgänge geben und so weiter, dass es dann aus anderen Geweben rausdiffundiert, wenn du jetzt mal so eine
feste Zeit-Schwermetallausleitung gemacht hast. Ich habe witzigerweise neulich war ein Patient da, der damals von Daunderer noch aus München, von dem großen Toxikologen mit den Chelaten behandelt wurde. Einer der schlimmsten Fälle, den Daunderer je hatte. Und den darf ich jetzt weiter therapieren. Und wir haben tatsächlich jetzt mal einen Provokationstest gemacht und wir haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, super, Sie sind seit Jahren frei davon. Der kommt alle 3, 4, 5 Jahre mal zu mir, wo er immer wieder wissen will, läuft da jetzt noch was macht nach er aus dem noch Gewebe. Regelmäßig Gelate? Eben nicht. Nee, also okay. Jetzt machen wir mal eine Infusion, weil wir ein bisschen minimal was gesehen haben für sein gutes Gefühl. Aber ansonsten war es so mit einer, der ganz, ganz heftig vergiftet und die Daunderer damals selber noch betreut hat. Ja, ich denke jetzt gerade so aus präventiver Maßnahme, wenn ich jetzt sage, okay, ich hatte auch eben Belastungen, mach halt einmal im Jahr oder alle halbe Jahre mal eine Chelat zwischen rein. Ja, kann man durchaus machen. So mache ich es auch. Merke ich dann auch, wenn es mal zu viel ist? Ja, mit sanften Chelaten mit Sicherheit nicht. Alpha-Liponsäure beispielsweise kann das ja oder auch Substanzen wie DMSA. Da wird man jetzt keine großen Nebenwirkungen haben. Ja. Gehen wir mal kurz aufs Thema, würde ich sagen. Also Amalgam hat halt 50% Quecksilberanteil und es gibt eine EU-Resolution, die sagt, es muss raus aus der Zahnmedizin. Wir haben vor ein paar Jahren jetzt das gehabt in Deutschland, dass es für Schwangere und für Kinder nicht mehr eingesetzt wird, aber es ist nach wie vor nicht verboten, Erwachsenen einzusetzen. Das ist das Problem, aber da ist auch noch was anderes drin, Silber, Zinn und solche anderen Dinge, andere Schwermetalle sind einfach in der Amalgamfüllung drin. Und wir sehen dann halt häufig bei Amalgampatienten, klar, daher kommt's, aber es ist dann häufig auch eben von früher noch als Thiomersal, als Impfstabilisator und viel Leuchtstoffröhren, Fische, so das Ganze. Das aber da haben wir schon auch so ein bisschen eine kognitive Dissonanz bei den Zahnärzten. Ich habe da immer wieder noch Diskussionen. Ich hatte jetzt ein Flüchtlingskind vor ein paar Jahren im Klassenkameradin von meiner Tochter. Der Zahnarzt hat komplett alles mit Amalgam vollgemacht. Ja. Das war vor 3 Jahren. Ja, das ist halt einfach zuzahlungsfrei und ansonsten das Plastik ist halt mit einer kleinen Zuzahlung. Aber es gibt Zahnärzte, die nach wie vor behaupten, das macht nichts. Und ich finde das also hochkritisch, weil du kannst jede Quelle anschauen. Der wird das Kind ja komplett zerstören. Ja, ja das war so. Alles voll. Ja. Das ist nicht mehr zeitgemäß und die WHO sagt, das ist ein ganz schlimmer Giftstoff und das sollte eigentlich für jeden klar sein. Aber es ist halt nach wie vor die Kassenleistung. Und vielleicht hat er da in dem Fall, weil es ja verboten ist in Deutschland, ich glaube seit 2008, hat er da wirklich dann auch einen juristischen Fehler gemacht. Ja, ja. Das kann also wirklich sein. Aber es gibt noch genug Zahnärzte, ich kann es verstehen, wenn man mit Zahnärzten spricht, die sagen, Amalgam ist der beste Werkstoff für uns. Also von der Verarbeitung her, vom Handling her, wie er abschließt und so weiter. Ja, aber es ist halt für den Patienten nicht gut. Ist halt auch ich glaube, der Zahnarzt stirbt auch im Schnitt am frühesten. Ich glaube, der Arzt... Es gibt viele Zahnärzte. Ich habe selber viele Zahnärzte mit wahnsinnig hohen Belastungen. Und leider erwischt es häufig die biologischen Zahnärzte, die das Zeug rausholen. Ja. Also mein schlimmster Quecksilberfall mit Depressionen und so weiter ist tatsächlich ein biologischer Zahnarzt, der als allererstes das herausgebohrt hat. Ansonsten hat es halt einen Haufen Problematiken, Gehirnleistung und so weiter, Hormonsystem, sowas, wo alles alles besprochen haben schon letzten Endes. Wo wir noch nicht drauf eingegangen sind, sind die Pilzbefall. Pilzbefall des Darmes, ja. Oder auch generell, wenn der Darm sich nicht gut aufbauen lässt, dann steckt häufig eine Schwermetallbelastung dahinter. Weil viele, erfahren. Die einen Darmpilz haben, nehmen dann halt irgendwas gegen den Pilz. Genau. Das heißt, Kokosöl oder sowas. Ja. Aber dann habe ich ja eigentlich den Giftstoff freigesetzt, oder? Der Pilz versucht doch das Amalgam eigentlich... So sagt man, aber also an die Story glaube ich glaubst nicht. Glaubst du nicht? Der Großteil des Quecksilbers und so weiter, der wird tatsächlich dann im Zwischenzellraum sein, gebunden an Eiweißen. Okay. Ja, kann schon sein, dass da was im Darm noch unterwegs ist, ja. Bei demjenigen vielleicht, der es schluckt jeden Tag, oder? Der aktive... Das ist Glocken natürlich klar, wenn du es noch drinnen hast, dann hast du in der 24 Stunden weil dann hast du ja auch am Darm Tag immer ständig aktiv, eine Amalgam- oder eine Quecksilbersekretion. Ja. Abhängig davon, wo die Füllungen halt sind. Wenn die Füllungen im Aufbissbereich sind und du hast was Hartes gegenüber, eine Keramik oder so, dann schilfert es da halt mehr ab, wenn du beißt. Ja. Oder eine Amalgamfüllung im Seitenzahnbereich, die wird weniger Probleme machen als eine im Aufbissbereich. So sollte man eigentlich vorgehen, wenn man es gut macht. Ich habe neulich eine Patientin gehabt, die sagt, Mensch, mein Zahnarzt will jetzt rausbauen, er macht das auf 3 Sitzungen. Sage ich, Moment, wie viele Füllungen haben wir denn? 10 Füllungen, sage ich, wollen sich ihre Gesundheit jetzt komplett zerschießen. Und das ist halt, wird häufig gut gemeint,
aber dann zu schnell vorgegangen. Deswegen erstmal, ich brauche einen Patienten, der das verträgt. Ich kann jetzt nicht einen Autoimmunpatienten, der mal fast nichts mehr essen kann, der eine Hashimoto hat, der eine schwere Histaminintoleranz hat, jetzt von heute auf morgen seine 5 Füllungen rausbohren lassen, weil einfach der Allgemeinzustand das nicht hergibt. Ja. Das heißt, den muss ich aufbauen, dann brauche ich einen Schwermetalltest. Ich muss erstmal wissen, über was sprechen wir denn hier? Ja? Mhm. Denn es wurden unterschiedliche Amalgamtypen verbaut, Non-Gamma-2-Amalgam, Silber-Amalgam und so weiter. Im Osten andere Amalgamverbindungen als im damaligen Westdeutschland. Ich habe eine Zeit lang im ehemaligen Ostdeutschland gearbeitet. Da siehst du nochmal ganz viel, viel krassere Pfuscharbeiten, sage ich mal, große Klopper. Ja? Und du musst halt einfach... Man muss abwägen, wie hoch ist denn die Belastung? Habe ich es im Seitenzahnbereich? Schilfere ich mir das ständig ab, weil noch eine Bissfehlstellung ist? Und dann muss man einfach mit seinem Arzt oder mit dem Therapeuten die Entscheidung treffen, okay, bohre ich hier sofort aus oder warte ich? Und in 90% der Fälle muss ich warten und mache das Giftfässlein kleiner. Da gibt es auch wieder Kollegen, die sagen, nein, es muss auf einmal, also ein ganz bekannter Schwermetallkollege sagt das immer wieder, nein, es muss auf einmal komplett alles raus und saniert werden. Von dem Kollegen darf ich dann viele Patienten in meiner Praxis begrüßen, weil sie sagen, das war das Allerschlechteste, was ich jemals für meine Gesundheit gemacht habe. Einfach in einem schlechten Allgemeinzustand, ohne Vorbereitung, alles Amalgam raus, das funktioniert nicht. Also vor allen Dingen gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Zahnärzte, ja, es gibt ja auch welche, die arbeiten dann halt eben ohne Rachenschutz oder ja, da gibt es ja auch natürlich Parameter. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, dass überhaupt mal ein Patient weiß, was macht einer, der sich damit auskennt. Ja, also in Deutschland gibt es halt die Umweltzahnärzte, die sich damit recht gut auskennen. Und ansonsten ist einfach wichtig, dass der Zahnarzt überhaupt Schutzmaßnahmen ergreift. Ja, also dass zumindest mal ein Kofferdamm da ist, eine gescheite Absaugung und so weiter. Dann gibt es dann auf der Stufe der Eskalationen, also der Schutzmaßnahmen, geht es dann bis ganz hoch, wo dann der Zahnarzt und die Helferin fast schon wie im Raumanzug da sitzen mit so großen Schläuchen, dass sie nichts abkriegen und der Patient dann nur mit Sauerstoff versorgt wird und so weiter und so fort, spezielle Einrichtungen. Die meisten Zahnärzte werden das nicht machen, die werden dann einen Kofferdamm machen, sprich sie kleiden das Ganze einfach mit so einer Gummimembran aus, stellen sich den Zahn schön dar. Der Zahnarzt muss einen niedrig drehenden Bohrer nehmen, also nicht die schnellen, heißen Turbinen, die so wirklich viele Umdrehungen pro Sekunde machen, sondern das eher gemütlich ausschälen, dass quasi die Füllung nicht heiß wird, dass also möglichst wenig Dämpfe entstehen. Und dann gibt es noch Zahnärzte, die beispielsweise danach mit Thiomersal oder irgendwelche solchen Substanzen nochmal spülen lassen. Das ist auch eine gute Maßnahme, dass man das, was im Mund dann verbleibt, einfach bindet. Und ich mache das dann immer in Absprache mit den Zahnärzten so, dass die Patienten dann, wenn der rausbohrt, an dem Tag zu einer Schelar-Infusion meistens kommen und dann tatsächlich am nächsten Tag noch oral, also mit Kapseln und so weiter, dass man eben diesen Tag der Belastung des Rausbohrens, denn das macht eine Belastung, das Rausbohren, dass man das eben erstmal gut verträgt, im Vorfeld das vorbereitet und dann an dem Tag auch noch eben eine Ausleitung macht. Mhm. Ja. So soll es sein. Und dann sollte man, wie gesagt, erst das Giftfass ein bisschen leer machen, bevor man dann sagt, okay, jetzt lassen wir ausbohren. Dann machen wir es wieder ein bisschen leerer. Dann lassen wir wieder ausbohren. 1-2 Füllungen, höchstens 3. Das ist schon, fange ich schon an, Bauchschmerzen zu kriegen. Mhm. Also lieber mehrere Sitzungen machen beim Zahnarzt. Jetzt wollte auch ein Zahnarzt 5 Füllungen auf einmal tauschen. Das ist eine wahnsinnige Belastung eben für den Patienten. Und dann wird weiter ausgeleitet und dann muss man natürlich kontrollieren. Ja, das ist dann der Punkt, wo viele Patienten dann nichts mehr machen und dann sagen, okay, ich habe 3 Ausleitungen oder so. Und dann schlagen sie 5 oder 10 Jahre später auf in der Praxis mit wahnsinnig hohen Quecksilberwerten. Das ist etwas preisintensiv, das muss man auch wissen. Und es wird nicht funktionieren, indem man ein paar Löffel Zeolit nimmt, ein paar Eigenpresslinge nimmt, ein bisschen Bärlauch isst und ein paar Koriandertropfen nimmt. Das ist das, was in der Praxis, in der Bioszene weit verbreitet ist, aber brandgefährlich ist, weil ich Patienten gesehen habe, die sich dadurch so richtig zerschossen haben, weil es zu dem, müssen wir das Wort nennen, Rückvergiftung kommt. Die Substanzen sind vermutlich in der Lage, wie Koriander,
Schwermetalle zu mobilisieren. Und dann diesen Schwachsinn, da kriege ich wirklich Bauchschmerzen, wenn dann jemand sagt, ja, dafür nehmen wir dann Zeolit und fangen das wieder ein und so. Der Schuss kann definitiv nach hinten losgehen. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Und solche Patienten habe ich in meiner Praxis, wo es eben nicht funktioniert hat. Wenn es funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es nicht funktioniert, dann kann man sich, wenn man schon ein Problem mit Schwermetalle hat, da wirklich ins Abseits schießen. Ja, vor allem, es gibt da unterschiedliche Entgiftungstypen. Also ich bin da scheinbar ein Schlechter, weil irgendwie sammelt sich das wohl immer an. Der Entgiftungstyp selber spielt gar keine Rolle. Weil das Schwermetall, das musst du einfangen, das kannst du ja so nicht entgiften. Also die Leber kann Schwermetall nicht entgiften. Okay, also insofern kann ich auch einem schlechten Entgifter, wenn der mir jetzt schlechte Enzyme zeigt in der Glutathionherstellung, Glutathionperoxidase und das ganze Zeug, den kann ich trotzdem eine Chelartherapie machen, wenn ich ihm die Entgiftung vorher ein bisschen aufgebaut habe. Schwermetalle können die normale Entgiftung der Leber stören. Das ist bekannt aus Studien. Ist uns aber letzten Endes für die Schwermetallausleitung gar nicht so wichtig, weil wir die Schwermetalle über die Niere entgiften und die bilden einen Komplex. Das ist wie Plusmagnete. Wenn du 10 Plusmagnete reingibst, dann kann das Chelat nur 10 Minusmagnete binden und keinen 11., 12., 13., 14., 15., vor das haben die Leute am meisten Angst. Sie nehmen aber dann Koriander und solche Substanzen, wo das passieren kann und wo es unkontrollierbar wird. Das ist das Problem. Es muss kontrollierbar sein. Also macht es auch keinen Sinn, so eine Chelat irgendwas noch zu nehmen, was noch Schwermetalle mobilisiert, um das zu effizienter zu machen. Nein, um Gottes Willen, nein. Das, die Substanz kann das, die macht das von ganz alleine und ist dahingehend halt sehr sicher. Klar, es gibt Patienten, die natürlich in einem schlechten Allgemeinzustand sind, wo du dann sehr, sehr sanft, niedrig dosiert arbeiten musst. Es gibt Patienten mit schweren Histaminintoleranzen, die Chelate intravenös super vertragen, aber halt keine einzige Kapsel nehmen können, weil es die Histaminintoleranz so anschiebt. Aber ansonsten geht es schon bei den meisten Patienten. Und wenn es dann gar nicht funktioniert, dann muss ich halt wirklich auf ganz schwache Chelate gehen. Ich verstehe es nur nicht von der Logik. Wenn die Chelate doch in der Lage sind, die Schwermetalle zu binden und auszuscheiden. Warum kann es dann für einen Patient belastender sein? Also was passiert da? Weißt du, wo das, wenn man sagt, man muss da langsam vorgehen bei einem Hochbelasteten? Ja, weil er einfach schon einen schlechten Allgemeinzustand hat. Du musst dir vorstellen, die Schwermetalle, die binden an körpereigene Eiweiße. Ja. So, jetzt sind Enzyme, die Stoffwechselprozesse durchführen, ja auch Eiweiße. Okay? Ich habe quasi, jeder kennt das Bild der Automobilindustrie, wo solche Roboter halt den Job machen. Die Roboter sind da, die Enzyme. Aber das ist wie wenn du Stahlstreben da reinschweißt. Das können die nicht mehr machen im Stoffwechsel. Und das ist wirklich so. Die nehmen wirklich ein Molekül, schrauben es irgendwo hin, schneiden irgendwas auf. Es gibt ein Motorprotein, das so einen riesengroßen Sack hinter sich her schleppt und dann an den Zellstrukturen, an den Verstrebungen, wie hier oben im Studio, diese Transversen, daran rauswandert aus der Zelle und dieser Giftsack, der verschmilzt sich mit der Zellmembran, da geht es in den Zwischenzellraum, ins Plasma, davon wird es weiter transportiert. Also der schaut wirklich so aus, wie wenn du da in einer Fabrik bist, auf molekularer Ebene. Gibt es einen schönen Videofilm, einfach auch auf meinem YouTube-Kanal mal schauen zum Thema Schwermetallausleitung. Da versuche ich wirklich aufzuklären, weil da so viele Fehlmeinungen einfach unterwegs sind, gerade in der Bioszene. Was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Hast du noch was mitgebracht an Folien? Nee, das ist eigentlich dieses Konzept der Amalgamsanierung. Ja. Einfach Vorsicht und nicht irgendwie huschi-huschi, schnell, sondern den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und mal testen und vielleicht auch zum spezialisierten Therapeuten. So mein Bauchgefühl sagt so 4-5 Füllungen, so 1-3 Füllungen stecken die Leute ganz gut weg in ihrem System. Aber dann so ab der 4., 5., 6. Amalgamfüllung wird's kritischer, sage ich mal. Was braucht denn abschließend einfach, wenn jetzt jemand, da haben wir glaube viele in unserer Gesellschaft, die 4, 5 Amalgamfüllungen haben. Ja. Angenommen, die nehmen die jetzt wirklich professionell raus. Und die sind aber schon 20 Jahre drin. Mit wie viel Chelat-Sitzungen würdest du sagen, muss man einfach auch ein Stück weit rechnen oder kommt es auf den Körper drauf an? Ja, vielleicht. Aber so roundabout. 6-10 Infusionen.
Und dann noch mit Kapseln weiter. Das ist so standardmäßig, würde ich sagen. Ja. Hm. Aber ich habe auch Patienten, die dann tatsächlich mal über ein paar Jahre 30 Infusionen bekommen haben oder so. Mhm. Aber es kommt wirklich darauf an, was hat man noch, welches Päcklein hat man noch mitbekommen von seiner Mutter? Und welches Päcklein hat man noch mitbekommen über Fisch? Fischkonservenesser, natürlich Thunfischkonservenesser, wahnsinnig hohe Belastungen beispielsweise. Leute, die mit Leuchtstoffröhren gearbeitet haben, hohe Belastungen. Gestern war jemand da aus einer Fabrik, die Kabel herstellt und die Kabel dann mit diesem, ja, wie jedes normale Elektrokabel mit dieser Plastikumhüllung versorgt. Und die Dame hat mir berichtet, dass dort früher Blei drin war. In dieser Plastikumhüllung. Mhm. Es wurde dann in der Fabrikhalle schön warm gemacht. Und sie sagte mir, in dieser Fabrik konnten die Arbeiter kostenlos Milch trinken, mit der Vorstellung, dass das dann das Blei bindet. War noch nicht so lange her, ja. Okay. Also das gibt... Und dann noch Milch, gell? Oh. Ja. Da waren ja richtige Experten am Werk. Ja. Oh Gott. Naja. Okay, also vielen Dank für den wichtigen Part, dass man echt da auch Lösungsmöglichkeiten hat. Ja. Weil das ist ja ein hartes große Problem an der ganzen. Und wie gesagt, man muss halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Es geht nicht so einfach hoppla hopp. Und es ist nicht mit einem Kilo Zeolit getan. Ja, da gehen wir auch nochmal drauf ein mit diesem Ganzen, was es da für unterschiedliche gibt, ja. Hast du ja auch auf deinem Kanal wahrscheinlich drüber gesprochen. Ja, genau. Da gibt es ein schönes Video drüber, wie man die einzelnen Ausleitungsmethoden einzuordnen hat. Mhm. Ja, was kann ich damit machen? Es gibt natürlich kann Zeolit beispielsweise Schwermetalle binden. Ganz klarer Fall. Ja, das können die Substanzen. Aber es ist halt eine Bindungssubstanz, ein Adsorbenz. Das heißt, Zeolit ist nicht in der Lage, das dann tatsächlich von der Zelle abzulösen und sicher zur Ausleitung zu bringen, auch wenn es da draußen Menschen gibt, die das behaupten. Das ist aber nicht so. Es gibt ja dann jetzt noch dieses ganz hochpreisige, flüssige Zeolit, wo viele jetzt drauf schwören in den ganzen alternativen Kreisen. Ja, also halte ich gar nichts davon, weil es gibt keine einzige Studie, die da irgendwas zeigt, dass das funktioniert. Es kommt aus Amerika, muss man ein bisschen auch verstehen, wie die Amerikaner dort Nahrungsergänzungsmittel deklarieren können, das ist einfach rechtlich ein bisschen anders. Und so werden halt dann einfach solche Meinungen, die in Amerika als noch nicht verifiziert oder noch nicht freigegeben sind, schwappen dann einfach rüber und die werden hier einfach dann als Wahrheit preisgegeben. Der Unterschied ist halt einfach, ja, wenn jemand zu mir als Arzt kommt und sagt, ich möchte meine Schwermetalle bei Ihnen loswerden, dann muss ich Methoden einsetzen, beweisbare Methoden und ihnen zeigen, schon sehr, jetzt sind sie frei davon. Und das Geld, das sie investiert haben als Selbstzahler, die müssen ja selber zahlen, die Privatpatienten bekommen das ja. Das war gut investiert und jetzt sind sie frei davon. Das ist halt der große Unterschied. Und in der Bioszene wird dann halt irgendwas behauptet und dann schreiben ein paar Leute einen positiven Erfahrungsbericht rein. Habe ich ja auch öfter unter meinen YouTube-Videos, dass dann Leute behaupten, man kann mit dem, dem und dem Schwermetalle ausleiten. Wenn ich danach frage, wie kommen sie dann drauf, dann heißt dann, naja, also wir haben das gemacht und seitdem geht es uns besser. Mhm. Das sind alles Fehlannahmen. Ja? Mhm. Man muss messen. Wir sprechen hier über eines der giftigsten Substanzen, mit denen wir Menschen uns tagtäglich vergiften. Ich habe Daten dazu. Es gehört zu die Schwermetalle Blei, ich glaube Cadmium ist dabei, dann Arsen ist mit dabei und Quecksilber gehören zu den giftigsten Substanzen, mit denen wir tagtäglich Kontakt haben. Und da wird meiner Meinung nach in der naturerkundlichen Szene und in der Bioszene einfach viel zu lax damit umgegangen. Ich weiß es auch noch, vor 10 Jahren gab es da mal die Information, ja, die Chelate sind viel, viel giftiger als die eigentlichen Substanzen selbst und die Schwermetalle selbst und so ein Quatsch. Da kann man stapelweise Studien dann auf den Tisch legen. Ja. Und übrigens, wenn man dann sich akut vergiftet und in einer toxikologischen Intensivstation landet, was kriegt man dort? Chelattherapie. Ah ja. Also da ist es auf einmal der Schulmedizin bekannt. Ja, es ist ja bekannt, sind ja quasi schulmedizinische Substanzen, die in der roten Liste stehen, die über jede Apotheke bestellbar sind. Das Problem ist nur, dass die Substanzen für den Akuteinsatz gemacht wurden, aber wir quasi angekreidet werden, wenn wir sie für die chronischen Schwermetallvergiftungen einsetzen, weil dort das Standardmessverfahren die Blutuntersuchung ist. Es ist unfassbar. Es ist grotesk. Ja, also danke für den Überblick. Gerne. Und viel Licht ins Dunkle wiedergebracht. Danke.
Liebe Zuschauer, ja, dieses Amalgam, wie man das rausbekommt, hoffe ich, dass Sie heute einige wertvolle Informationen für sich rausziehen konnten und wünsche Ihnen natürlich auch eine erfolgreiche Entgiftung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.